Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich habe mich entschlossen, die Facecam so ein bisschen dezenter, größer zu machen. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Blödsinn. Wir machen die wieder ganz normal, ne? Wartet mal. Das ist ein neues Feature für mich. Das habe ich vor kurzem jetzt rausgefunden. So, ja, wie groß soll die sein? Also, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es beschwert sich auch keiner, dass ich eine Facecam benutze. Das finde ich so angenehm auch daran. Ich nehme im Voraus auf. Es ist immer noch Montag bei mir, sogar Montagmorgen. Um 10.22 Uhr. Ich kann jetzt leider nicht auf die Kommentare eingehen aus der letzten Folge. Aber morgen. Morgen kann ich auf Kommentare eingehen, die in dieser Folge stehen. Und dann eine davor. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt, was da so kommt. Wir haben in der letzten Folge, was haben wir gemacht? Oh ja, wir waren ja spannend. Fische begucken. Das war ja ganz neu da unten in der Tiefsee. Da will ich unbedingt nochmal hin genauer gucken. Aber das Ganze mit dem, mit dem Exo-Anzug, mit dem Porn-Anzug. Und ja, der soll ja jetzt gebaut werden. Mehr will ich ja gar nicht, ne? So, wir können ein bisschen essen. Habe ich noch Platz? 3, ja. Satt sein steht hier an oberster Stelle. Und Sitt. Ja, ich weiß es noch. Achso, ich habe schon wieder dieses doofe Gras gesammelt, aber das kann ich ja nirgends so einpflanzen. Wenn es voll ist, sowieso nicht. Wäre auch eine Unterwasserpflanze, ne? Hier ist auch rappelvoll, krass. Alles rappelvoll, so, wo ist der Ausgang? Wenn, dann müssen wir mit der Motte fahren. Logisch. Und die hatten wir ja angedockt. Also ich sag mal, Motte ist ja eigentlich die Beefy. Ja, der geht's Bombe. Das Video, was ich mit ihr machen will, muss ich noch warten, bis mein Handy aus der Werkstatt kommt, was ja unendlich lange dauert. Oh, ist das... Ich habe Angst gehabt vor Rucklern. Es dauert und dauert und dauert. Ich habe jetzt nur... Wo ist es denn überhaupt? Ah ne, es lädt gerade. Mein Haier Ersatzhandy. Ist von Haier. Eigentlich ein ganz gutes Ding. Hat zu wenig Arbeitsspeicher und eine ganz schlechte Kamera drin. Die reicht für Fotos schon, aber... Aber die reicht nicht, sage ich mal, für ein anständiges Video. Und ich will schon ein anständiges machen. So. Dementsprechend warte ich noch, bis das da ist. Und dann machen wir ein schönes Video. Dann schneide ich mal wieder ordentlich. Mit Musik selber gemachte und sowas. Wird lustig. Ich habe schon in der gestrigen Folge gesagt, wir ruckeln dann mal zur Insel hin. Ja, ich muss meinen ganzen Rechner neu aufsetzen. Der ist total überladen. Ich habe in Steam habe ich über fast 600 Spiele. Davon sind ja x-tausend Stück installiert und die Festplatte ist voll. Subnautica in der Experimental, die ich hier spiele, patcht am laufenden Band, ist weiß ich nicht wie groß. Das müssen wir gleich, können wir gleich vielleicht mal gucken. Im Ordner Subnautica, wie groß der ist. Und da könnte man eigentlich schon dran erkennen, warum das immer so lange dauert. Ne? Wenn Subnautica hier 5000 GB groß ist, was nicht möglich ist, ich übertreibe immer so ein bisschen, dann brauchen wir uns ja nicht wundern, dass das so ruckelt. Ne? Aber wie gesagt, alles mal neu machen, wäre mal eine Option. Fehlt mir aber immer die Zeit, das ist das Problem. Das war auch ein fremdes Geräusch, aber war wahrscheinlich nur so ein Sandteil. Okay. Die Motte müssen wir wieder reparieren. Das wäre mal, ich meine die Beefy, die müssen wir wieder reparieren. Das wäre eine Idee. Wir brauchen Lithium. Es ist ziemlich erstaunlich, dass ich, das müsste Folge 31 sein, wenn mich nicht alles täuscht, kann mich auch vertun gerade, aber noch nicht einmal gestorben bin. Was ja schlimm gewesen wäre, weil wir Hardcore spielen und damit wäre alles vorbei gewesen. So, dass die Insel. Standbild. Es lädt jetzt erst immer auf so nahe, wenn man so nahe kommt, die Insel. Also das Problem, dass der in so einem Radius von 200 Meter immer alles neu lädt. Das verursacht bei mir die Ruckler. Aber das ist so performanceabhängig von Hardware und. Da kann man so oft die Arschkarte haben wegen Kleinigkeiten, wegen irgendeinem Motherboard, was nicht passt oder sowas, ne? So, wo ist Lithium? Uff, der Insel ist Lithium. Uff, der Insel ist Lithium. Ich sehe schon welches. Brauche ja nur zwei Plastalbarren, aber ich will auch ein paar Verstärkungen machen. Damit wir noch ein bisschen übertreiben können an der Basis, denn wir brauchen ja noch einen Schlafraum. Wir haben ja alle Betten und. Wir können ja noch viel, viel bauen. Ist ein bisschen weniger geworden auf der Insel. Ein little bit auch weniger. Das Ding haben wir gar nicht, ne? Das können wir uns eigentlich auch anbauen. Ein Knollbaum ist ja auch ein leckeres kleines Ding. So, Walsch, oder E drücken. So. Ah, ist das schön, mal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben hier, ne? Und das hört sich hier so beachig an. So richtig schön. Beachig. Das ist irgendwie quietschig. Die Knarre. Diese Impulskanone. Da ist ja so ein Energieimpuls. Das ist jetzt
Das wird die Quest irgendwann mal sein oder die Aufgabe oder die, was auch immer wir hier machen müssen, wenn das Spiel ja mal fertig ist. Storymäßig, ja, wie werden die das machen, der Sonnenfinsternis, okay. Wie werden die das veranstalten? Ich sag mal, ich wäre ja in 10 Minuten durch. Ich gehe da hin. Nein, das ist so einfach ist das nicht. Also ich wäre nicht in 10 Minuten durch, aber... Aber was wird das für eine Story werden? Ich glaube, die wissen das selber noch nicht. Doch, die müssen ja schon einen Grundplan haben. Was wird die Kanone für eine Rolle spielen? Hat die unsere Aurora runtergeholt? Und warum kann die denn schießen? Ich konnte sie ja in den einen Modus schießen lassen nochmal. Dann schießt sie wahrscheinlich unser Rettungsschiff kaputt. Dann haben wir ja noch so viel Kram. Ne? Warum sollen wir so eine riesen Basis bauen, wenn wir gerettet werden? Und was wird uns denn die Andockbucht für die für das Zeitklaps U-Boot bringen dann? Das ist ja in der Dingsversion, in der, wie heißt sie? In der Kreativversion, wo man ja bauen darf, wo man will, da ist die immer noch als Fragezeichen markiert, aber nicht baubar. Ne? Also so eine Andockbucht für das ganze Zeitklaps U-Boot. Also sie existiert. Irgendwie in Gedanken. Auch die Raketenbasis, die existiert, die will er sogar anfangen zu bauen, aber dann schwebt er nur auf der Stelle. Also erwartet uns doch eine sehr interessante Geschichte. Oder die baut einfach so langsam, dass das Spiel uns dann zwingt, ja halt einfach so lange überleben, bis das Ding fertig ist. Oder wir müssen einfach nur ewig alles suchen. Es gibt dann viel weniger Fragmente und sowas. Es wird super, super, super spannend und ich freue mich so auf die 1.0. Haben uns in der Zwischenzeit mega gespoilert. Aber das ist ja egal. So, ich habe jetzt Lithium, das reicht mir. Ein bisschen weniger, als ich erhofft habe, aber... Aber wir haben's. So, ja. Geil. Es ist ein traumhaftes Spiel. Ganz praktisch wäre... Knack. Wenn man, Achso, der Bart, ne? Der ist morgen ab. Muss man heute noch einen anständigen Rasierer kaufen. Meiner ist schon so oft benutzt jetzt. Ich habe so einen Nassrasierer halt. Den habe ich so oft benutzt, da möchte ich nicht den Bart rasieren, das würde ich mir nur ausreißen. Also muss ich mir einen guten neuen holen mit scharfen Klingen, damit der auch weggeht. Weil es dauert nämlich ganz schön lange, so einen Bart zu rasieren. Mit so einem dichten Fell, sage ich mal. Gut. Auf jeden Fall wird es mega, mega geil. Ich weiß es jetzt schon. Es wird gigantisch. Ich kann an so einem Wrack nicht einfach vorbei. Ne? Ich muss gucken. Ich muss Luki Luki machen. Ja, das ist kein Titan. Kein Schrott. Hau ab da. Gibt's richtig Popo voll, mein Freund. Aua. One. Ich muss das gerade mal aus, dass es nicht ruckelt. Kein Eingang oder sowas. Ich will jetzt nicht aussteigen. Werde ich wieder gebissen. Den sieht man manchmal gar nicht, aber der ist da. Also hier sieht man sehr schlecht. Da. Soll ich mich mal reinschmeißen? Ich hab Bock, mich reinzuschmeißen. Für mich hier auch so halbwegs sicher. Oh, das ist der falsche Tool. 5. Es geht ja mittlerweile einigermaßen schneller. Oder? Ja. Das ging eine Zeit lang ja mal elend langsam. Was wird uns da drin erwarten? Eine Überraschung. Sondergleichen. Oh nein, da sind wieder ganz viele Türen. Mindestens 2. Hoffentlich wird uns das in der 1.0 nicht erwarten. Naja, hier sieht man ja wenigstens, wie weit man ist. Was macht er die noch? Muss mal aufpassen, so Todeseingänge dann, ne? Verbackte Todeseingänge. Okay, ich glaube, das hat keinen Sinn. Hier sind wieder unendlich viele. Nee, da kommen wir nicht rein. Schade, schade. Aber wir können das mal erledigen. Bevor uns sie in 2 geht. Dürfen wir dann auch die ganzen Sachen nicht mehr da draus nehmen, wenn sie kaputt geht. So, da lang. Licht an, ist dunkel. Weg da. Was war das denn? Ein ruckeliges. Ich guck doch, dreh mich doch nur um von da, wo ich komme. Dann muss man doch nicht ruckeln spielen. Da muss man doch nicht ruckeln. So. Ja, ich muss unbedingt meinen Rechner neu aufsetzen. Er ist einfach überladen. So viele Spiele, wie ich installiere, Early Access Spiele, die mir jemand schickt per E-Mail oder sowas, die ich niemals zeige meistens. Wer weiß, was sie da alles so drauf schummeln, ne? Gut. Auf und auf. So. Da sehe ich schon mein Baseline.
erstmal eine Basis verniedlichen, Bassline. So, meine Frau kommt. Die will schon wieder mir hinten so machen oder so ganz, ganz klassisch. Will ja gleich sehen. So. Guckt schlecht gelaunt, guckt so, oh, was ist los? Ach ja, die redet ja nicht, stimmt ja. Also dieser Ruckler. Ich will ja nicht meckern. Das ist einfach hardcore. Welcome aboard, Captain. So, Lithium, wie viel habe ich denn gesammelt? Oh, gar nicht so wenig. 1, 2. Dann können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verstärkungen sogar bauen. Aber 2 brauchen wir ja für Plastal. Plastal. So. Plastal. Dann brauchen wir Schmierstoff. Oh, ich habe die Tasche so voll. Ich brauche unbedingt Spinde, neue. So. Da ist unser Plastal. Ach, wir brauchen nur noch einen erweiterten Kabelsatz. Anstrengend. Was habe ich denn jetzt freigeschaltet? Ganz unten. Ach so. Gepökelt und gekochter Wirbelfisch. Verwesend. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Schitte. Warte mal. Das ist ja die Abwechslung zuliebe. So. So. Dann sind wir den schon mal los. Dann haben wir hier auch so ein schönes, wie heißt der, Knollenbaum. Schöner Knollenbaum. Geht das überhaupt bei dem Wort? So, hier können wir noch was anderes reinpacken. Ich mache erstmal das alles hier rein. Das brauche ich natürlich, das brauche ich. Uran. Ach ja, klar, muss ich auch noch machen. Nickel. Nickel haben wir gestern auch gefunden. Und die beiden Fische. Die schwimmen jetzt hier im Schrank rum. Das stört die überhaupt nicht. So. Nein. Daneben geklickt. Zweimal Uran. Ich glaube, das war schon fast. Bis auf den erweiterten Kapsel. Hey, Quatsch, ich habe ein Silberloch gefunden vorhin, oder? Habe ich das jetzt weggepackt? Brauchen wir ein Silberloch für einen Computerchip und zweimal Gold. Jo, cool. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Quarz. Wo ist zweimal Gold? Da. Quarz ist... Nein, ich habe keinen Quarz, ne? Nix habe einen Quarz. Nee, ich will keinen Quarz suchen. Nicht stundenlang. Unglaublich. Unglaubliche Ruckler, ey. Vielleicht bin ich einfach zu schnell. Okay, Geräusche. Aber mit denen kann man auf geile Erkundungstour gehen. Muss ein paar Energiezellen mitnehmen, auf Ersatz. Am besten noch mit dem Cyclops U-Boot. Da kann man ja schon Abenteuer erleben. Und Gary habe ich auch noch nie gefangen, oder? Doch, habe ich schon gefangen. So. Oh, ich schwimme wieder mal dahin, wo keine Tischkorelle gibt. Das ist unglaublich. Ich nehme hier eine scheiß Tischkorelle. Und ein Ruckler. So. Das ist schlechte Laune, Miese Peter? Sie sagt ja. So. Das brauchen wir natürlich auch. Hier einen See nehme ich noch mit. Ein wunderschöner Sonnenaufgang unter Wasser. Wunderschön. Tischkoralle. Genau, in der falschen Richtung gesprungen. Da. Zap. Na. Zap. Nehmen wir eine Abkürzung. Meine Motte wieder draußen geparkt. Warum mache ich das eigentlich immer? Ich könnte andocken, macht's aber nicht. So. Da ist der Computerchip. Und jetzt kommt der erweiterte Kabelsatz. Ja, mit den 2 Gold. Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, alles in der Tasche. Für unseren guten Alten.
Exo. Pauenanzug, oder wie der immer heißt. So. Wo bist du? Da. Schon lange nicht mehr dran gewesen, wer weiß. Vielleicht gibt es ja schon die Raketenstation. Ich weiß das seit Ewigkeiten nicht. Aber ich glaube nicht, weil die müssen wir ja schon als Blueprint finden, ne? Nein, Schmierstoff hat der Tim vergessen. Ob jetzt einer trottelt, Tim. Wie viel Platz haben wir? 3 brauche ich für einen. 1, 2, 3. Ein, zwei. Inventar voll? Nö. Guck mal hier, perfekt. Knall ich mir gleich zweimal Schmierstoff rein. Machen wir es aber hier oben. Geht schneller. Zup. Eine? Warum zähle ich eigentlich immer mit? Bei 2 ist das ja nicht notwendig eigentlich, ne? 2. Doch, ich muss das tun. Oh nein. Zwangsneurosen. Schon wieder? So ein Finsternis. Ah, bei so einem riesen Mond. Auch kein Wunder, ne? Boah. Heftig. Okay, komm. Boom. Voll der Bauchklatscher. Jetzt kommt er. Schüttelt mich sogar. Down prone. It is normal when first piloting in... wants you to feel a sense of limited power at your fingertips. Oh, hab ich gut gebaut wurde. Das ist immer so schön. Da steht er nun, der Bub. Ein Exemplar vom Alleredelsten. Welcome aboard, Captain. Ach, ich hab's sonst vergessen, ja. Aber ein sehr schönes Tool. Der darf jetzt schon krasse 900 Meter tief tauchen. Einfach nur in dem Grundzustand. Nehmen wir jetzt aber mal das hier raus und installieren das. Das ist ja Stufe 3. In ihm. Nicht da, aber im Lager. Darf der ganze 1700 Meter tief tauchen. 1700 Meter. Aber er ist ein bisschen schneller geworden, ne? Der kam mir mal so langsam vor. Wir brauchen noch die Upgrades, ne? Das macht nicht viel Sinn ohne die. Wir gucken mal alles an. Darf der da überhaupt hin? Passt der da überhaupt hin? So. Na ja, so steht auch viel länger. Gib mir das wieder. So. Ja, schön, schön, schön. Wir haben den Anzug. Wir haben den Exo-Anzug. Jetzt müssen wir nur ganz kurz gucken, was uns die ganzen Mopeds kosten. An Herstellungskosten. Das wird nicht billig. Ach, so habe ich mir das in den tiefsten Träumen von mir ausgemalt. Fahrzeugfuhrpark schon im Spiel zu haben, ne? Gut, was dürfen wir denn überhaupt an Equipment bauen? Das ist noch nicht viel, was wir freigeschaltet haben. Das müssten wir uns eigentlich besorgen. Also wir dürfen schon mal den Wärmereaktor bauen, dann kriegt er in Hitze. Was ist denn Kyanit? Uran? Was ist denn Kyanit? Und Schwefel? Das sind ja Sachen, die müssen wir uns ja holen. Das ist ja das Problem. Aber wenn ich mit dem so tief tauche, dann hat er das Problem, dass wir nicht mehr hochkommen. Ne? Das ist immer doof. Das ist schwer hochkommen, jedenfalls. Ne? Wir erwarten erstmal als allererstes den Platz. Irgendwo habe ich noch eins da. Kyanit. Müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. So, oh, meine Frau fängt mir zu saugen. Richtig schlichte Laune. So kam sie gerade rein, so. Töten. Ein da rein. Ja, wir müssen uns eigentlich mit ihm auf den Weg machen in die Tiefsee. Wir müssen. Problem? Wir brauchen erst Energiezellen auf Ersatz. Ups, das war nicht geplant. So, wie sieht's denn aus mit deinem Vorrat?
Ne, das ist ein bisschen größer geworden. Also, zwei sind wahrscheinlich eins. Keine Ahnung. Ist ein bisschen größer geworden, das ist ja natürlich wichtig. Energiezellen machen ist ganz einfach, aber wir haben, glaube ich, sogar noch auf Lager. Aber ich möchte ungern da trocken laufen mit. Das wird uns nicht viel bringen. Sicherheitswasser, die Fische, die verbringen wir mal im Aquarium. Tut mir ein bisschen leid da. Wir brauchen zwei Batterien pro Energiezelle. Und, boah, hoffentlich hört er das Saugen jetzt nicht. Aber sie hat schlechte Laune. Ist eine Frau. Ich brauche nur eine Energiezelle. Ach, guck mal hier. 0, 100. Scheiße. Den Nuller brauche ich nicht. Aber umso mehr Energiezellen wir dabei haben, okay, die Leere wird nicht viel bringen, desto besser geht uns das. Ich habe da eine ganz coole Idee, weil wir noch kein Energieladegerät haben. Stellen wir unsere Motte einfach mal raus und lassen die mal vollladen als Ladegerät. Ne, 1%. Die lädt. Lass den mal laden. Dann brauche ich mir eigentlich gar keine bauen. Obwohl, wir machen einfach welche. Was braucht ihr? Boah, ich habe schon ewig keine Energiezelle mehr hergestellt. Wirklich schon ewig und 3 Tage. Es waren zwei Batterien und ein Silikongummi. Viermal Dings. Okay. Ja, umso mehr wir mitnehmen, desto besser ist es, ne? 1, 2, 3, 4. Wir hätten auch andocken können, ne? Zum Laden. Blödsinn. Ich habe ja genug Energie. Wir wollen ja nicht nur die saubere Energie nutzen aus der Sonne. Nein, wir können auch böse Atomenergie nutzen. In diesem Spiel. Geht's wenigstens schnell. So. Da, es geht die Energie flöten bei uns. Boom. Aber viel schneller. Ich wünsche, mein Handy wird so laden. Kalt. Der Kaffee ist kalt. Nein. Genau, Energiezellen. Ich dürfte ja eigentlich keinen Schaden erleiden. Ach. Quatsch, Silikongummi war es doch, genau. Zweimal. Ich sag, was wir haben, das haben wir. Wir freuen uns am Ende, wenn wir richtig viel Energie haben. Und uns auf den Weg machen können mit dem Moped. Wo will ich denn hin? Konfus. So. Ich finde, der müsste Leere quäffen. Dann könnte man, die müsste man die voll machen. So raffiniert wie ich bin, würde ich es hinbekommen. Aber er macht natürlich volle. So. Eine volle, eine volle, eine volle, eine volle. Also 4 volle. Da kommen wir erstmal richtig weit mit. Dann brauchen wir Essen und Trinken. Das Ding. Mit unseren Kuddelmuddel-Schränken. Oh, ich muss immer neue Schränke bauen. Einen Kramschrank brauchen wir noch unbedingt. Kein Titan. Noch ein Kramschrank. Du hängst ja ganz gut. Ups. Mal aus dem Wasser aufräumen. Gar kein Wasser mehr drin jetzt. Toll. Habe ich einen leeren Schrank gemacht. Was blöd. Aber da steht Wasser drauf. Was soll ich tun? Ey. Wir hätten einen erweiterten Kabelsatz gehabt. Idiot. Idiota. Ich hätte ja schon längst einen gehabt. Verdammt. Was hat er mir vorhin gesagt? Jetzt nochmal blablabla. Und den Salzschrank mal leer machen. Die Zähne, wir sind super glücklich, dass wir die schon haben. Falsch. Was war das eigentlich nochmal? Uranit. Sieht man so schlecht, was so ausgegraut ist hier. Und es gab ja noch einen Stoff, da weiß ich nicht, wo der hingehört. Scanner hat, brauchen wir jetzt auch nicht. Ich nehme ihn ja nicht mit. Zeichen. Ja,
die ist nicht kaputt, die können wir nehmen. Komischerweise. Gut. Dann, produziert der Neues. Nehmen wir auch nochmal Kram. Die machen auch noch Energie, ne? Die guten. Oh, noch rappelvoll. 1, 2, 3. So. Mach du mal schön Power für die Base, Mann. Für die Base. So, umsetzen. Krieg ich Rückenschmerzen. So, Fische verbringen. Ein Gary-Fisch, müssen einen zweiten reinhauen. Ach du Scheiße. Blitzi ist noch nicht draußen. Doch, Blitzi ist schon geschlüpft. Wo ist Blitzi? Ah, Mini-Blitzi. Ach, guck mal, wie süß. Das schockt die ganzen anderen kleinen Fische. Und der Sandhai auch. Schön. Wann sind die denn geschlüpft? Hab ich gar nicht gelesen. Das ist mal so ein Lock, was wir dann kriegen. Nein, muss ich mich mal an die Seite schieben. Gut, dass das so geht. Essen und Satz und gehen los mit dem Anzug, ne? Also ich muss erstmal... erstmal noch umpacken ein bisschen. Wegen Essen. Essen ist hier noch so eine kleine Gefahr. Ich kann die Melone nicht mitnehmen. Halt. Ich kann das Melönchen nicht mitnehmen. Wir nehmen jetzt unsere gepökelten Stalker, Quatsch, Glubscher. Kika. Und zwei First Aid Kits. Viermal Wasser. Sollte ja wohl lang, ne? Für so einen kleinen Spaziergang. Ansonsten haben wir die Thermoklinge oder Thermalklinge. Und können... so. Stromenergie. Erste Hilfe, Wasser, Essen. Ein Päckchen ist fast voll, nur mit Überlebenskram. Wir sind satt. Ich habe alle Werkzeuge dabei. Die sind auch hoffentlich geladen. Der ist geladen, ausreichend. Zwei, ist gut. Messer ist in Ordnung. Wir können ja noch Batterien mitnehmen, sicherheitshalber. Weil wir sind echt länger unterwegs jetzt, das ist das Problem. Wo habe ich denn die Batterien hingetan? Da. So, drei volle Batterien. Auf und davon. Motte, viel Spaß. Ich wünsche alles Gute. Und wir dürfen ja 1700 Meter tief tauchen. Welcome aboard, Captain. Bam. Ein bisschen schwerer sich zu orientieren, weil man nicht die Aurora sieht. Die war, habe ich gesagt, ist... da? Müssen wir nach... wo ist die Insel? Einfach diese Richtung. So, wir haben Gesundheit. Wir brauchen auf jeden Fall Schwefel. Gesundheit, Energie 99. Okay, wir dürfen sie ja reparieren. Schub 100. Das Einzige, was wir dürfen, ist gerade prügeln. Bin mal gespannt, was das jetzt für ein Abenteuer wird. Es könnte mein letztes sein, tatsächlich. Weil wir dann ertrinken oder sowas. Aber wir haben ja vorgesorgt, ne? Wir haben ja tatsächlich vorgesorgt. Natürlich geht die Sonne unter. Ein Spaziergang im Ozean macht Spaß. Zwei Energiezellen, ey. Das merkt man den auch an. Ein Solarlademodul. Macht bei dem nicht viel Sinn, weil der läuft hier nur auf dem Grund rum. Boah, ist das ruckelig, ey. Aber 1700 Meter, ey, ist knallehart, ne? Das ist maximal ja schon. Puh. Wo ist das Maul? Boah. Ruckel dir einen aufs Maul. Da haut er ab. Standbild. Weiß ich nicht, was. Ich habe jetzt nichts gemacht. Das ruckelt einfach. Dann mal so, was gerade Bock hat. Ich muss in der Richtung. Also südlich ist die Insel gewesen, glaube ich. Wir müssen der.
ganz neue Orientierung eigentlich hier im Anzug, ne? Sonst habe ich das ja mit dem Cyclops-U-Boot gemacht. Das war ein bisschen angenehmer. Oh. Und gibt es noch ganz viele andere Gefahren, die uns jetzt erwarten werden? Diese Ruckler und wir dürfen nicht vergessen, das sind ja neue außerirdische, Quatsch, neue Fische, wir sind ja der außerirdische, neue Fische, die sehr, sehr böse sind. Jetzt schon scheiß Geräusche. Einfach so, was geht? Geblieben. 92 Energie, verbraucht ja kaum was. Und oh. Na, wir haben noch ein paar Meter. Bam. Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus, ne? Das ist meine größte Sorge. Ja, es geht. Ihr habt ja gesehen, dieser Ausgang von dem einen Biom da, wo wir gestern rausgekommen sind. Da wäre es ja ziemlich gut möglich, mit dem Exo-Anzug rauszukommen. Wieder hat er sich kein Beacon gemacht, falls er was Schönes entdeckt. Aber ist egal. Weil ein Beacon kostet ja nichts, ne? Ah, da hinten sind schon. Es lauern auch Gefahren auf uns. Wie diese hier. Eigentlich war er harmlos, ne? Gut. Du, du brauch ich nicht. Jetzt gerade sieht die irre aus, ey. Das sieht so fantastisch aus. Also wenn ich hier letztes Mal durchgeschwommen. Wow. Muss hier durch, das ist ein Tunnel, da muss ich durchgehen. Ich werde auch nie erwachsen, egal. So, wie tief sind wir denn jetzt? Knappe 500. Und jetzt kommt nochmal ein Satz dazu. Alter. Oh man, das könnte so geil aussehen jetzt, ne? Und es ruckelt. Weil das so... so mächtig ist, ne? Wenn er das auf den Boden knallt. Na jetzt, bam! Oh nein, er macht... Nimm die ersten... Unter Wasser, Wasser? Das ist bestimmt irgendwo eine Basis, oder? Es gibt ja neue, alte Basen. Neue, alte Basen, wie sich anhört. Wo geht's hier hin? Weiß, dass ich rechts hätte laufen müssen gerade. Mann, ey. Ist so. Es macht so keinen Spaß, ey. Kein Scheiß. Hier bin ich irgendwie in so eine Grube oder was? Bin ich wieder raus? Oder ist das die Grube des Grauens? Probleme. Das Schub schon verbessert worden zu sein. Was ist träge, das Ding. Orientierung, Orientierung. Boah, kann nicht vorkommen. Gerade völlig die Orientierung verloren. Das ist das Loch, wo wir reingehüpft sind. Ah, ich glaube, es ist da. Na gut, hier lang.
nein. Warper. 1000 neue Gefahren. Ja, wir sind richtig. Wir sind zwar stark und haben viel HP, aber der kann mich herauswarpen. Das ist das Problem. Ich glaube, ich bin sogar falsch. Ich muss sogar an dem vorbei. Scheiße. Ich kann mich ja nicht bewegen, wenn es so ruckelt. Ich weiß nicht mehr, welche Richtung ich jetzt war. So, immer Richtung Energie. So. Wie lange geht die Folge überhaupt schon? Scheiße. Ich verliere nicht nur den Überblick wegen Ruckeln, nein, auch die Zeit. Das ist egal, lade ich eben einen Tag vorher hoch. Kommt so eine Folge, die dann pünktlich um 10 Uhr kommen kann. Mann, ey, wir waren doch gerade noch hier. Wenn ich so genau gucken. Eigentlich wollte ich nur Schwefel holen, aber wir werden natürlich ein bisschen erkunden gehen. Boah, tut mir so leid, dass das so ruckelt, ey. Das ist ja für euch auch scheiße. Wo sind die? Zocken uns ganz schön Energie ab. Musst du genau auf meinem Weg sein, du Arsch. Dich bedroht, deinen großen Kopf. Das ist immer ein Spaziergang, oder? Ich habe gleich keine Lust mehr, ehrlich. Ich sag, wenn ich den ganzen Rechner aussetze, dann ist am Ende Subnautica weg, der ganze Speicherstand, dann war wieder alles für die Katz. Kannst ja auf dem USB-Stick machen oder so. Ne, will ich ja nicht. Ich will alles niegelnagelneu machen. Wenn schon, denn schon. Also wenn das nächste große Update kommt, von Subnautica auf jeden Fall. Ach, guck mal, er hier. Er ist kein lieber Fisch, auch wenn er lieb aussieht. Ist nämlich ein Arsch. Wir dürfen mit einem extra Zug da rein. Passiert nichts, aber will ich nicht. So, hier geht's Richtung Lava. Ein WMS, 30% Energieverbrauch, krass. Also wir können richtig schön rumwüten hier. Aber Essen und Trinken ist zu wenig dabei, glaube ich. Aber wir wollen ja nicht viel machen. Also es ist ja nicht, dass wir ja 2 Wochen jetzt unten bleiben müssen. So, hier wird es schon wieder neu. Was ist denn mit dem Skelett? Da geht es runter ins Lava-Biom. Kleineres Skelett sogar. Wer war das? Der macht so ätzende Geräusche. Ah, die hier. Und hier würde ich gerne Eier mitnehmen. Mini-Skelett. Und die neuen Rochen? Die kennen wir jetzt nicht mehr so spannend. So, wir haben eine Sekunde. Hier funktioniert das grafisch auch noch nicht so 100%. Boah, grausam. Eier haben die aber noch nicht, glaube ich. Was, du willst das Maul, hast du gesagt? Ist ein auf deine Gräten? Komm her, ist ein auf deine Gräten. Oh, der macht Schaden. Ich hau ab. Ruckeln vorprogrammiert. Hier waren wir nämlich noch nie. Was denn? Das für Dinger. Ich steche sehr ungern aus. Gibt nix. Welcome aboard, Captain. Ja, willkommen an Bord. Danke. Boah, sehr viele neue. Was für ein krasser Spaziergang.
Da ist das Nest. Ich nenne es mal Nest. Das ist nicht mehr wirklich weit. Sag mein Hunger und Durst ist noch gut. Hier würden wir Energie kriegen durch den Wärmereaktor. Aber da müssen wir irgendwas sammeln, was ich noch nicht kenne, damit wir das freischalten, dieses komische Zeugs. Wie tief sind wir denn überhaupt schon? Die Motte hätte noch hier langfahren dürfen. Krass, ne? Aber das ist wirklich dann auch gar eine Grenze. Da schwimmt jemand rum, den kenne ich. So, Mott hat ihre Tauchtiefe erreicht. Und wird jetzt kaputt gehen. Es ist schon darauf ausgelegt, dass man hier langlaufen kann, ne? Ja, ich habe Angst. Immerhin sind die mal lieb. Hier bin ich schon mit allen Fahrzeugen aber lang gefahren, die es im Moment gibt. Das sind 100% Eier, ne? Und hier sind die ersten Schwefelvorkommen. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Schön, ey. Vor allem der Sound, der kommt noch dazu. Ist wie so ein geiler Kinofilm, ne? So schön. Das ist Uranit. Nee, das ist Schwefel. Ich habe aber das Kreislauf-Tauchgerät. Ist nämlich sehr angenehm. Da habe ich nämlich Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schwefel wir brauchen. Aber ich bin noch nicht fertig, komm. Bis zur Lava treten wir noch hervor. Wir sind aber langsamer hier unten. Wenn man überlegt, dass 1000 Meter Wasser auf uns drücken, ist schon eine Hausnummer. Ich will auf jeden Fall Fische mitnehmen. Was? Nicht willkommen an Bord, Captain? Du bist gefeuert. So. Und Sprung. Bist gefeuert. So. Fam. 11 Uhr. Wir haben jetzt... Ich sollte sehr viel aufnehmen für morgen. Möchte ich, meine ich, muss ich nicht. Ich dieses Spiel liebe. Selbst bei diesem Mega-Rucklern. Ich kaufe einfach einen neuen PC. Kein Geld, leider. Boah, es ist einfach hier. Hier kann man einfach laufen. Hier ist ja mega geil. Hier sieht aus wie ein Nest, was schon geschlüpft ist, ne? Ja, die stimmt mir zu. Soll uns eine Warnung sein. Eventuell. Nicht darunter zu gehen. Vor allem, wie komme ich hier wieder hoch? Das ist hier die Frage. Das geht aber. Oh, das hört sich schon ein bisschen Männerlava an. Ah, die Energieklauschweine. Was ist das denn da? Oh, muss jetzt ein Warper kommen. Schon gefährlich genug, weißt du? Ich bin im Hardcore-Modus. Und der hat mich geworbt. Hör auf mich zu warpen. Hör auf damit. Oh, hier eine Fresse. Da ist er weggeworbt. Und da unten ist er wieder, glaube ich. Schon eine krasse Fähigkeit, was ist das denn da? Das glitzert nur so komisch. Eine ganz langsame, langweilige Ressource hier. Das sind nicht die normalen.
Und hier war zwei. Was sind das für Kristalle da? Da muss ich rausfinden. Zwei Augen nehme ich mit. Und zwei davon. Ein Bumerang. So. Das ist ein unwohles Gefühl, bei 1000 Meter Tiefe hier rumzuschwimmen. Und weiß einfach nicht, welche Gefahren es mittlerweile gibt. Ich gebe mir mal Wasser und was zu essen als erstes jetzt. Luft ist ja noch super. War nicht die. Okay. Puh. Wir gucken noch, was das für Kristalle sind. Erahne einfach mal gar nichts. Das sind eher so große Dinger. Nicht scannbar. Nicht abbaubar. Okay. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Mit der Erkundung. Obwohl wir eigentlich alles haben, was wir wollen. Bis dann.